Hey Leute, ich weiß, es ist jetzt eine kleine Ewigkeit, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Das liegt einfach daran, dass ich in letzter Zeit einfach so unfassbar viel zu tun hatte. Und ich weiß, an alle Leute, die jetzt sagen so, ja, oh mein Gott, du hast ja eh nichts zu tun, Schätzchen, wenn du wüsstest, was für ein Business ich hier gerade führe. I'm so sorry for your baby girl, aber you are up for elimination. Auf jeden Fall, Leute, ich habe heute ein mega cooles Video für euch. Dieses Video würde ich selbst so gar nicht drehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da mich eben sehr, sehr viele Leute auf Instagram gefragt haben, ob ich das Video drehen kann, werde ich das natürlich für euch machen. Und zwar würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit dem Video. Auf jeden Fall geht dieses Video heute um die Rapperbox von Loredana. Ich bin so glücklich, dass ich sie mir jetzt gekauft habe. Ich wollte sie unbedingt die ganze Zeit haben. Aber ich habe immer so gesagt, so, ah, ja, ich kaufe mir die nächsten Monat, dann, dann, dann. Ja, und dann auf einmal habe ich mir die, ich glaube, einen Monat wirklich vor dem Release gekauft. Und ich finde das so toll, weil ich komme aus Berlin, wie ihr wisst. Und meine Box war einfach schon am Donnerstag da, also einen Tag vor Release, was ich mega, mega lustig fand. Was natürlich auch ein bisschen gemein für die anderen sind, aber ich sag mal so, dafür kann ich jetzt auch nichts wirklich. Also, I'm so sorry for your baby girl. Aber ich habe auf jeden Fall hier diese Box und ich finde, die sieht einfach schon von vorne mega, mega nice aus. Also hier sieht man einmal Loredana in einer Krone wie eine Queen, of course. Dann steht hier nochmal Loredana und keine Ahnung warum, aber ich liebe dieses Zeichen hier in ihrem Namen, dieses weibliche Zeichen, dieses Female. Ich feiere das so unfassbar. Und an der Seite ist dann noch Orange mit King Lori, was ich auch mega nice finde. Aber ich würde sagen, wir öffnen die Box jetzt mal. Und wenn man sie jetzt hier unten aufmacht, man macht die praktisch wie so einen Schuhkarton auf, steht hier einfach nochmal King Lori. Und wenn man die aufmacht, dann BAM! Habt ihr hier einfach ihr Album und, ups, und hier ist halt eine Sonnenbrille. Und ich finde das so cool, ohne Spaß. Das sieht richtig, richtig edel aus, meiner Meinung nach. Auch dieses hier mit diesem samtigen Stoff. Ich finde, die Box riecht irgendwie voll gut. Also es riecht halt ein bisschen chemisch. Klar, das ist alles frisch produziert und da rein. Aber ich mag das irgendwie. Hier haben wir halt einmal ihr Album. Das nehme ich jetzt hier auch einfach mal raus. Hier hinten stehen einfach die ganzen Lieder und das Cover von ihr Album ist halt genau das gleiche wie halt auf der Box. Ich weiß, ihr habt im Album, bei mir ist das übrigens, die CD ist halt gerade nicht da, weil die halt in meinem PC ist, weil ich das angehört habe. Hier haben wir einmal ein Bild von ihr, was so geil ist. Das gibt mir voll Ari-Vibes, dieses Bild. Und dann einfach nochmal Loredana mit ihrem Mann, was ich auch mega cool finde. Und ich glaube, das wussten viele nicht, aber ihr könnt dieses Ding, weil normalerweise stehen hier immer so ein paar Informationen drauf, könnt ihr hier einfach so ausfalten und dann habt ihr hier einfach so ein Poster, was ich auch mega nice finde von ihren Liedern, die sie schon rausgebracht hat. Zum Beispiel Telefon oder Eiskalt. Ja, gut, die anderen Lieder. Ich glaube, das ist Hannah, das Lied. I don't know, don't blame me, ich weiß das nicht. I'm so sorry. Aber hier hinten haben wir nochmal dieses mega, mega geile Bild von Loredana, was einfach so cool ist. Sie sieht so unfassbar schön aus. Also, Loredana sieht so unfassbar schön aus. I can't. Naja, auf jeden Fall. Dann habt ihr hier einfach ein Poster von ihr. Wie geil ist das bitte? Ich bin ganz ehrlich, ich werde das jetzt nicht mir hier irgendwo hinhängen. Ich lasse das lieber original in dieser Box, weil das ist ja auch irgendwo ein Sammlerstück jetzt von ihr, weil sie wird ja bestimmt noch weitere Alben rauspacken und dann werde ich mir die Boxen ja auch wahrscheinlich kaufen, deswegen lasse ich das jetzt hier einfach mal drin. Und denn, was ich so geil finde von Loredana, also das ist wieder so, so toll und zwar, sie hat halt ihre eigene Sonnenbrille rausgebracht und das kommt halt auch so richtig so edel, meiner Meinung nach, in so ein Samt Beutelchen. Hier steht nochmal King Lori EST 1995 drauf. Und dann könnt ihr das hier oben aufmachen. Und dann habt ihr hier die eigentliche Sonnenbrille. Und ich finde das so toll, weil einer ihr, also was heißt einer, also sie hat ja eigentlich nur erfolgreiche Lieder, aber einer der früheren erfolgreichen Lieder heißt der Sonnenbrille. Und deswegen finde ich das so cool, dass sie halt eben so eine Sonnenbrille da reingemacht hat. Und ich liebe die richtig, weil die gibt mir so richtig so
Designer-Vibes, was ich mega, mega cool finde, weil die Box hat übrigens 50 Euro gekostet und ihr bekommt hier eine sehr hochwertige Brille, meiner Meinung nach. Die fühlt sich echt mega gut an. Ich werde die jetzt einfach einmal aufsetzen, aber Leute, mir stehen Sonnenbrillen halt, finde ich meiner Meinung eh nicht so gut, deswegen, you know, ich habe nächste Woche eine Unterspritzung, vielleicht stehen sie mir dann besser, aber ich werde sie einmal kurz aufsetzen, aber dann sofort wieder wegmachen. Naja, so, das auf jeden Fall zu der Sonnenbrille. Mega, mega cool. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, hier dieser Dingsens, hier dieser Sandbeutel, der hat hier so Fäden, was ich nicht so geil finde, um ehrlich zu sein. Aber, naja, ich kann jetzt hier theoretisch so rausmachen. Aber naja, hätte jetzt nicht sein müssen, aber at least so ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, dann könnt ihr halt hier die Box so hoch machen. Und dann haben wir hier, ich fange mal erstmal mit dem kleineren Teil an, und zwar hier so ein Atemschutzding, wo auch nochmal King Lori draufsteht mit dieses, das kann ich nicht lesen und das werde ich auch sowas von nicht versuchen zu lesen, what the fuck. Irgendwas in einer anderen Sprache, das kann ich wirklich nicht lesen, I'm so sorry, I'm German, so. Ja, und dann nochmal dieses 1955 und das könnt ihr euch hier mega nice so, könnt ihr euch jetzt halt dran machen, wie ihr wollt. Ich trage sowas persönlich halt auch nicht, aber ich finde das mal mega cool, sowas einfach mal in der Box zu haben, weil jetzt habe ich sowas halt auch mal, also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und dann kommen wir auch schon so zu ein Highlight mir persönlich aus der Box, und zwar diese Tasche. Und Leute, ich habe mich schon mit mehreren Freunden von mir unterhalten und ey, diese Dinger hier, ne, diese Bänder, die sind so unfassbar gut verarbeitet. Ich war schock, ey, wirklich. Hier auch mit diesen, oh Gott, wie nennt man das nochmal? Ich weiß echt gerade nicht, wie das heißt mit diesen Dingern hier. Fühlt sich halt auch alles super an. Hier, dieses Elastik auch alles super. Und ich meine, das ist Plastik so. Plastik ist immer Plastik, also. Aber mega nice. Und ich finde diese Box so geil. Ich werde die auch nächste Woche Freitag auf jeden Fall tragen, wenn ich meine Unterspritzung habe. Und wenn ich mein neues iPhone bekomme, weil das ist auch wieder voll geil. Ich habe nämlich jetzt das iPhone in weiß gekauft und das passt richtig gut hierzu. Und das werde ich da reinmachen und dann, vielleicht poste ich dann mal auch ein Bild auf Instagram. Also falls ihr Lust habt, mir dort zu folgen, Fabilune unterstrich. Dort poste ich des Öfteren Bilder von mir, Stories mache ich. Also falls ihr so genau up to date sein wollt, was gerade so in meinem Leben abgeht, dann folgt mir auf jeden Fall da. Wenn nicht, dann nicht. Aber das ist auf jeden Fall diese Tasche. Und das sind auch alle Inhalte aus ihrer Box. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen so, naja, dass es wirklich nur 4 Inhalte waren. Wo zum Beispiel jetzt, ich will eigentlich das gar nicht so sagen, so wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Katja zum Beispiel hat ja 6 Inhalte, Shirin hat 6 Inhalte, Loredana hat jetzt 4 gemacht. Aber ich weiß nicht, ob jetzt das Poster noch ein Inhalt wäre. Ich sag jetzt mal schon. Da sind es halt 5 Inhalte. Aber naja, ich sag jetzt mal so, dafür hat sie halt mega, mega coole Inhalte gemacht. Und ich versuche das hier schon die ganze Zeit wieder reinzumachen. Und ah, okay. Und das sind jetzt auf jeden Fall alle Inhalte von der Loredana Box gewesen. Ich bin so glücklich, diese Box zu haben. Ich bereue auch wirklich keinen einzelnen Cent dafür ausgegeben zu haben. Und ja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde sagen, XOXO!